Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ihr wundert euch bestimmt, was hier los ist bei uns, ne? Ist ein bisschen komisch. Wir haben eine coole neue Videoidee und zwar kommt heute das Battle zwischen Cryptic Hooker und der Shisha WG beim Blind Kopfbau. Wir versuchen einen möglichst guten Funnel zu bauen, aber komplett blind. Wir gucken mal, wer es besser kann. Wenn euch das Video gefällt, gerne Daumen nach oben oder Abo da lassen und jetzt viel Spaß beim Blind Kopfbau. So Leute, da sind wir wieder. Wie gesagt, heute der Blind Kopfbau. Einer von uns beiden muss ja erstmal anfangen. Und was macht man, wenn man sich nicht entscheiden kann? Richtig, man spielt eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Also Niklas, bist du bereit? So, ja, schon bereit. Schnick, Schnack, Schnuck. Wer hat gewonnen? Das Niklas. Oh. Gut, also Niklas darf anfangen. Ich kann mich noch ein bisschen zurücklehnen. Wir machen das natürlich nacheinander, dass ihr euch jetzt vollkommen auf Niklas konzentrieren könnt. Beschreib ruhig, was du da... Ich habe gerade den Kopf gefunden. Hier ist die Dose Black Nana. So, Dose aufmachen. Okay, hier ist die Gabel. Ich höre die ganzen Sachen auf dem Tisch, wie sie aneinander kommen. Okay, erstmal ein bisschen umrühren. Oh, das hört sich gut an. So, holen wir mal den Kopf. Ich bin jetzt allein schon gespannt, welche Technik er anwendet. Das ist so schade, dass ich das sehen kann. Was ist deine Taktik, Niklas? Sag ich dir nicht. Wie sagst du mir nicht? Du musst doch den Leuten auch verraten, was du da machst. Ja, also ich hole jetzt mal einfach mal die Gabel und dann führe ich die so ein bisschen an der Hand und dann verteile ich ein bisschen mit den Fingern. Das ist super strange. Also eine Gabel und Hand. Ja genau, ich muss ja irgendwie den Tabak aus der Dose holen. Ich frage mich, ob es nicht vielleicht sogar besser ist, komplett nur die Hände zu nehmen und auf die Gabel zu scheißen. Weil da spürst du ja gar nichts mit. Aber eigentlich baue ich meinen Funnel immer mit Gabel. Ja, das ist es halt, ne? Ja. Okay, der Nico halt darf durch. Jetzt natürlich, also Nico ist übrigens unser Kameramann heute. Danke nochmal an der Stelle. Ich würde so gerne wissen, was Niklas gerade macht. Ich würde das auch gerne wissen. Ich finde die Technik also gar nicht mal schlecht. Also ich will nicht großartig spoilern oder vielleicht irgendwelche Tipps geben, dass Marvin dann irgendwelche Vorteile hat. Aber es war schon keine so dumme Idee, sagst du? Das sieht schon nicht verkehrt aus. Ah, wir wollen mal nicht spoilern, wie er das macht. Aber wenn die Technik nicht schlecht ist, ist ja schon mal ganz gut. Was glaubst du, wie alt bist du? Ein bisschen stopfen noch, ein paar Löcher und dann... Spürst du die mit der Gabel, ja? Nee. Da bin ich jetzt mit den Fingern dran. So ein bisschen schön machen. Schön machen fürs Auge, ja? Ja, genau, fürs Auge. Das sieht schon gar nicht verkehrt aus. Ey! Nicht zu viel verraten hier. So, dann bin ich fertig. Du bist durch. Ich zeig mal hoch. So. Ja, ich geh nochmal nah dran, dreh mal ein bisschen. Ja, das sieht eigentlich schon nicht verkehrt aus. Ich würde den einfach mal abnehmen und würde den dann auf die Pfeife stecken. Ja, muss er schon selbst draufstecken. Okay, ja. Und die Smokebox draufsetzen. Okay. Pfeife gefunden, draufgesetzt. Hast du jetzt meine Smokebox geklaut? Weiß ich nicht. Ich kann nicht sehen. Unter Umständen. Okay, du Penner, du hast meine Smokebox geklaut. Ich habe meinen Kopf und ich habe die Dose. Und ich hab die Gabel. Boah, mach ich's jetzt mit der... Boah, du hast die Gabel vollgeschmiert bis oben hin, Alter. Ja, ich kann nichts sehen. Hab ich die Gabel richtig rum? Bei Marvin sieht man auch direkt, der ist erfahrener Funnelbauer. Da ist der Daumen auf dem Loch. So, also meine Taktik ist jetzt erstmal, grob mit der Gabel rundrum zu gehen. Oh, das ist viel Tabak. Ja. Ich glaube, wir haben auch mega viel versaut. Ja, glaube ich auch. Das sag ich auf jeden Fall. Okay, jetzt... Oh. Jetzt gehe ich mit dem Finger rum. Gehe jetzt nicht auf ein fluffiges Setup, weil ich denke, ein angepresstes Setup wird definitiv besser funktionieren, wenn ich es blind mache. Also ich habe jetzt ein fluffiges gebaut. Echt? Ja. Ich dachte mir, fluffig ist zu schwer einzuschätzen. Mhm. Okay, also hier fehlt, glaube ich, noch ein kleines bisschen Tabak an der Stelle da. Dann, oh! Was hast du gemacht? Die Gabel war fast weg. Oh. Aber nur fast. So, noch ein bisschen Tabak dahin. Ist gar nicht so einfach, ne? Nee, ist nicht so einfach, wie Vor man allem denkt. Funnel, so Kamin kann ich das... Einfacher vorstellen, einfach ein bisschen Tabakkohlen reinträufeln lassen, aber... Ja. Obwohl, du weißt ja nicht, wann voll ist und dann musst du auch mit dem Finger rein. Ja, klar. Aber was ich mir... Wir müssen das jetzt immer so machen und irgendwann können wir blind perfekte Köpfe bauen. Ja. Ich glaube eigentlich, also ich bin rundrum bis zum äußeren Rand oben. Ich spüre nirgendwo eine Tabaklücke. Magst du mal präsentieren? Ja. Warte, ich mache noch ein bisschen sauber hier. Warum lachst du so? Ist überhaupt nicht sauber, oder was? Das Ding ist, wenn man eure Hände sieht, und das wirst du später, wenn du dieses Video bearbeitest. Wir müssen auf jeden Fall einmal blind später... also okay, ich
Warte. Ja doch, so lasse ich ihn. So lasse ich meinen Kopf. Scheiße, wir hätten auf jeden Fall Zeber wenigstens für die Hände hinlegen sollen, weil ja, jetzt muss ich mit meinen Tabakfingern hier die Smokebox draufsetzen. Wo war der Kopf da? So. Smokebox ist drauf. Kopf ist drauf. Jetzt glaube ich auch halbwegs. Ja, ich habe die Smokebox angefasst mit meinen Tabakfingern. Scheiße, das wird ekelhaft, Mann. Oh ja, okay, die Pfeifen sind an. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Der Kameramann macht einmal Kohle an und wir gehen einmal blind Hände waschen. Dann versuchen wir jetzt mal unsere Schläuche an unseren Pfeifen zu befestigen. Du Arschloch. Das war nicht leise genug. Ja, scheiße. Ja, und was denkt ihr jetzt, wer von euch hat mehr Sauerei gemacht? Ich glaube, dass ich mehr Sauerei gemacht habe. Warum? Ich habe halt nicht das Pfannenloch im Daumen zugehalten und einfach drauf geschippt. Die gute Daumen-Pfannenloch-Abdecktechnik, naja. Ja, weiß ich nicht. Also ich hatte, das Problem war, ich hatte am Anfang den Daumen auf dem Pfannenloch und dann bin ich ganz gut mit der Gabel drum rumgekommen. Ich glaube, da ist noch nichts reingegangen. Aber als ich dann angefangen habe, außen rum zu drücken, da wurde es, glaube ich, ein bisschen kritisch. So. Ich hatte das Gefühl, ich habe einmal drauf gemacht, aber es war nichts im Pfanne. Da habe ich, glaube ich, komplett ins Pfannenloch oder so reingegangen. Hast du Vollkontakt gebaut oder hast du Abstand gebaut? Ich habe Vollkontakt gebaut. Glaube, ein bisschen über dem Rand. Ich habe es ein bisschen erfüllt. Also bei mir müsste es eigentlich auch Vollkontakt sein. Ich glaube, das war ganz gut hoch. So Leute, die Kohlen sind laut unserem Kameramann ready. Und der wird die jetzt nach und nach in unsere Köpfchen tun. Und dann werden wir mal unsere Köpfe anrauchen. Haben wir Kohle? Ja. Geil. Niklas? Alter. Warte. Dein Mundstück war zu Ende. Ah, ja. Yay! Oh Mann, der erste Versuch war so scheiße. Okay. Kennst du das, wenn du das Mundstück in den Mund nehmen willst und so voll woanders bist? Ja. Ey, lass das. Aber noch eine Frage. Du hast aber Kohle drin, oder? Ja. Marvin, wann glaubst du denn, du hast angeraucht? Ich glaube, bei mir kommt noch rein gar nichts. Bei mir auch noch nicht. Durchzug war aber auf jeden Fall schon mal besser beim Kopf von mir. Geht's denn so mit dem Durchzug? Seid ihr zufrieden? Nee, ich bin voll zufrieden. Also bei mir müsste ein Ticken geiler sein. Ich meine, du hast auch schon angedrückt, ne? Ich? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das war ja auch die Taktik. Bisschen Durchzug weg und dafür aber einen guten Kopf bauen. Und kommt bei dir schon was? Müsste. Also... Müsste. Die sicherste Aussage ever. Also richtig anfühlt es sich noch nicht an. Bei mir auch null. Aber ich finde, man hört es ein bisschen, wenn man redet mit Rauch. Hallo Niklas, ich habe jetzt Rauch im Mund und anscheinend habe ich jetzt immer weniger. Ja, Geschmack kommt bei mir langsam. Das ist echt einfach ein Bild für die Götter. Das sieht so dumm aus, oder was? Nicht, dass der Nick uns verarscht hat und gar keine Kohle dran gemacht hat. Ah doch, das Rauch kommt, merkt ihr ja wohl, oder? Nee, merkt ihr das denn wirklich gar nicht? Wenig. Ich merke halt den Geschmack. Wenig. Und dass, wenn du ein bisschen redest, es halt dumpf anhört, dann weiß man. So Leute, da sind wir wieder. Wir haben eben noch ein bisschen was an der Kohle gemacht. Ich habe erfahren, dass ich 3 Kohlen drauf hatte. Also 2 und eine Kipp war eigentlich nicht mein Plan. Nee, war's nicht. Und hab dann, du hast es einfach gemacht? Nein, so war's nicht. Du hattest die ganze Zeit nur 2. Du hast ja theoretisch 3. Ah, okay. Ich meine, wir haben 3. Also jetzt habe ich eine drinne. Du hattest und eine auch auf nie Kipp. Mehr als 2. Okay, jetzt habe ich eine drin und eine auf Kipp. Richtig. Und der Niklas? Hat 2 drin. 2 drin, okay. Sorry. Und bei wem qualmt es jetzt besser? Boah, schwierig zu sagen. Ich würde schon fast Gleichstand sagen. Ja. Okay, ich würde sagen, Niklas, wir tauschen jetzt mal. Hey. Wenn man nicht weiß, wie lang das Mundstück ist und man versucht, das anzulegen an den Mund. An das eine hat man sich schon gewöhnt, das andere ist dann wieder, wo ist denn? Okay. Ich muss sagen, der Durchzug ist kacke, aber es schmeckt, glaube ich, besser. Ich finde auch, bei dir schmeckt es irgendwie... Lascher. Ne? Ja, lasch. Und es fühlt sich auch bei mir nach vollerem Rauch an. Vom Gefühl im Mund, finde ich. Ja, also heißer. Intensiver, finde ich. Nicht unbedingt das heißer. Auch, aber ich finde es deiner ist heißer. Aber unangenehm heißer, oder? Okay. Beantwortet. Unterbrech euch mal gerade ganz kurz für ein kurzes Fenster-Opening. Ist hier so viel Rauch? Ja. Ja, Leute, ich würde sagen, wir geben dem Niklas noch ein paar Minuten und dann lösen wir die ganze Geschichte hier auf und machen mal die Augenklappen ab, damit wir auch mal unsere Köpfe sehen. Okay. Also deiner hatte definitiv kurz zu viel Hitze. Das schmeckt man, finde ich. Ja. Der hat sowas ganz leicht
verbrannt ist auf jeden Fall. Aber ich finde es erstaunlich. Ich meine, ich muss ja dazu sagen, ich rauche ja sonst meinen Black Nana immer in der Amazon und jetzt in meiner Nicht-Black Nana Pfeife. Aber ich finde es deutlich, deutlich weniger intensiv als normal. Geht dir das auch so? Also das stimmt. Wenn man das nicht sieht und so, dann irgendwie fehlt was, auch also beim Geschmack, oder? Bisschen dieses wie soll man das beschreiben? Ganz, ganz schwer. Dieser festgesetzte Traubergeschmack, der kommt nicht so. Weißt du schon? Ist krass, ne? Also, ich finde es erstaunlich. Leute, macht das auf jeden Fall mal nach. Baut euch mal blind im Kopf, lasst euch den anmachen, raucht den mal blind, um wirklich mal dieses Sehen als Sinn beim Rauchen komplett rauszunehmen. So, ich würde sagen, wir nehmen mal die. Was hältst du denn von meinem Kopf? Also wie gesagt, der hatte kurz zu viel Hitze. Rauch kann ich absolut nicht einschätzen. Ich könnte wirklich nicht sagen, ob da eine winzige Wolke kommt oder eine riesige Wolke. Könnte ich einfach nicht sagen. Ich hab's gemerkt, du hast ja angepustet, du Penner. Aber ich habe eher einen Lufthauch gemerkt. Ja, dein Kopf ist halt intensiver, aber der Durchzug tauschen. Ist halt voll für den Arsch. Also ich finde auf jeden Fall, meiner ist besser. Meiner ist intensiver und lässt sich angenehmer rauchen. Ja, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Der Durchzug ist halt voll mies. Der Durchzug, na voll mies ist jetzt auch voll übertrieben. Also gegen meinen Durchzug ist das so krass. Es ist deutlich schlechter, ja. Aber es ist nicht unangenehm beim Rauchen. So, ich würde sagen, wir nehmen mal die Augenklappen ab, oder? Und gucken uns mal unser Werk an. Ja. Aber Leute, ich glaube, unsere Augen müssen sich erst kurz wieder ans Licht gewöhnen. Oh, holy fuck. Oh Gott, ist mein Kopf versaut. Ich seh gar nichts. Ey, der Tisch sieht gar nicht so scheiße aus. Ich hab's auch schlimmer vorgestellt. Ich auch. Hey, der raucht ja voll gut. Auch gut. Wow. Also so viel Rauch hätte ich niemals erwartet. Nee. Niemals. Okay, scheiße. Oh, der läuft ja richtig. Deiner ist auch böse versaut. Ich glaub, deiner ist schlimmer. Nein. Obenrum. Dreh die Pfeife mal um, bitte. Schau dir mal den Kopf von der anderen Seite an. Da ist doch ein ganzer Kopf Black Nana dran, Junge. Okay. Also was Sauberkeit angeht, können wir... Hallo? So Leute, wir haben jetzt die Köpfchen gegenseitig probiert. Wir haben gesehen, was wir für ein Chaos veranstaltet haben. Ich fand es auf jeden Fall mega witzig, das mal auszuprobieren, ja, oder? Auf jeden Fall geil. Mega gut. Leute, probiert das auf jeden Fall mal aus. Lasst gerne noch einen Kommentar da, was ihr am witzigsten fandet. Ob ihr denkt, dass ihr es besser machen würdet, schreibt auf jeden Fall was unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, schaut noch beim Niklas auf Instagram vorbei. Würde mich voll auf freuen. Lasst noch ein Abo hier auf dem Channel da und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG und euer Cryptic Hooker. Okay, das ist relativ easy. Wo ist mein Bus? Filmst du? Ja. Du bist doch gar nicht hier. Ja, aber ich habe die Kamera da feststehen auf dem Schallplattenspieler. Ach, die ist... Ah, okay. Ah. Ja, also, wo soll ich's wissen, Mann? Wo ist jetzt der Schlauchadapter?